Moin Moin, Miro hier. Ja, Warta, Warta, Warta. Man könnte ja meinen, ich wäre ein Markenjunkie, aber nein, so ist es nicht. Und deshalb zeige ich euch als nächstes das Kurbelradio. Das ist von Revolt. Hier ist die Verpackung. Nichts Besonderes. Kostet auch nicht besonders viel und ich habe es bei Pearl gekauft. Ist so ein, ja, Laden für günstige Elektroniksachen. Verkaufen für Ramsch, aber ab und zu ist auch was dabei, was ein bisschen was taugt. Ja, also ein Kurbelradio ist es. Und ich hatte im Review von der Kurbeltaschenlampe von Warta ja schon erwähnt, dass das auch anders sein kann mit der Lautstärke. Und das führe ich euch jetzt mal als erstes vor. Ja, das Geräusch nervt, oder? Trotzdem, wenn man da einfach mal draußen ist und ein bisschen Radio hören möchte oder man möchte sich informieren, hat man so die Chance, das zu tun. Das Gerät ist ziemlich einfach gehalten. Wir haben hier einen USB-Aus- und Eingang. Also man kann das Gerät über USB aufladen, kann aber auch, damit werben sie ja auch hier, das Ganze als Notladegerät verwenden. Und es hat diesen Ein- und Ausschalter, der gleichzeitig auch die Lautstärke regelt. Und ein Line-In, das heißt, man kann diesen Lautsprecher auch mit anderen Geräten verwenden. Ich würde sagen, als erstes probieren wir mal die Grundfunktion aus, nämlich das Radio. Hiermit gehen wir einen Kanal weiter. Ja, hier haben wir wieder die verstärkende Funktion. Ja, und hier kommt nichts mehr. Ah. Ja, bei so einem kleinen Gerät muss man also ein bisschen mit der Antennenausrichtung spielen. Ihr habt gesehen, ich habe es ziemlich leise gehabt. Ich zeige euch jetzt nochmal, was passiert, wenn man es voll aufdreht. Und da meldet sich auch schon wieder der Akku. Der Strom ist verbraucht. Ich muss also wieder kurbeln. So, ihr habt gesehen, es gibt auch eine Ladeanzeige, also man bekommt eine visuelle Kontrollinstanz, um zu sehen, ob man das auch aufgeladen hat. Und jetzt sollte wieder Musik kommen. Oh yeah. Also ihr habt gehört, es hat eine relativ brauchbare Lautstärke, auch wenn es nicht besonders laut ist, aber es fängt auch an, ziemlich stark zu übersteuern, sobald es etwas lauter wird. Wenn man es leise angeschaltet hat, hält es auch tatsächlich mal 10, 15 Minuten. Allerdings ist es dann wirklich sehr leise. Zu erwähnen ist vielleicht, dass es nur das UKW-Frequenzband ja, abgreift. Also für Kurzwelle ist es nicht geeignet. Das ist vielleicht ein Minuspunkt. Mir war es jetzt egal. Ja, aber zum Beispiel für Prepper wäre es vielleicht interessanter, wenn sie sich was kaufen, was auch Kurzwelle kann. Ich denke, das reicht zur Radiofunktion. Allzu viele Sender bekommt man jetzt nicht, die müssen schon relativ stark sein. Aber brauchbar ist es auf jeden Fall und ich denke, bei dem sehr günstigen Preis kann man da nicht viel verkehrt machen. Und jetzt probieren wir mal die beiden Zusatzfunktionen aus. Als erstes vielleicht mal den Line-In. Es werden zwei Kabel dazu ge Ups, das war das Solarladegerät. Man bekommt zwei Kabel dazu, einmal einen 3,5 mm Klinkeanschluss. Der kommt jetzt schon mal da rein. Und dann schließen wir mein Handy an. Den benutze ich so gut wie nie, den Anschluss hier. Und schauen wir mal. Kein Ton heißt, wir haben es schon mal richtig gemacht. Schalten wir das Gerät an.
Klingt schon ziemlich dumpf, muss ich sagen. Und zum Vergleich jetzt mal die Handylautsprecher. Ja, ich würde sagen, den Kampf Handylautsprecher gegen. Upsala. Handylautsprecher gegen Radiolautsprecher hat das Radio hier verloren. Also, es ist nicht besonders hochqualitativ, aber das hat ja auch niemand erwartet bei dem Preis und auch nicht bei der Größe. Wobei das bei einem Handy natürlich schon interessant ist, dass es so gut funktioniert. Aber jetzt schauen wir mal, ob es als Notladegerät fürs Handy denn überhaupt taugt. Ich werde dafür jetzt mal auf meinen schönen fettigen Bildschirm zoomen. So, hier rechts oben kann man sehen, dass hier das Akkuladesymbol ist. Und jetzt werde ich mal ein bisschen kurbeln und dann schauen wir, ob es was bringt. Ja. Wird sofort angefangen aufzuladen. Allerdings muss ich euch sagen, es wird relativ schnell anstrengend. Und jedes Mal, wenn man anfängt zu kurbeln, zumindest ist es bei meinem Handy so, geht der Bildschirm an. Und dadurch wird dann ja wieder Strom verbraucht. Dann müsste man jetzt irgendwie noch eine dritte Hand haben, die den Bildschirm wieder ausmacht. Und sobald man aufhört zu kurbeln, ist sofort auch wieder diese Aufladefunktion vorbei. Der Bildschirm wird wieder ausgehen. Fängt man wieder an zu kurbeln, geht der Bildschirm wieder an und so weiter. Also, für ein Smartphone würde ich diese Notladefunktion echt nicht benutzen. Da kurbelt man sich einen Wolf und hat dann ziemlich wenig davon. Könnte sogar gut sein, dass die ja, normale Nutzlast vom Handy höher ist als das, was man sich da erkurbelt. Trotzdem finde ich die Idee ganz nett, wenn man zum Beispiel so ein Nothandy mitnimmt, so ein altes, das von sich aus eben schon nicht viel Strom braucht, dann kann man das damit bestimmt ganz gut aufladen. Und die Hauptfunktion, das Radio hören, geht damit natürlich ohne Probleme. Das Gerät ist auch wertig genug oder stabil genug, wirkt es jedenfalls auf mich, dass man es eine Weile benutzen kann. Auch hier habe ich die Kurbel schon eine ganze Weile benutzt und es haben sich keine Ermüdungserscheinungen gezeigt. Und auch sonst ist es eigentlich noch tipptopp. Der Klang ist halt so lala. Und die Aufladefunktion ist nur begrenzt nutzbar. Ja, die Lautsprecher noch weniger. Aber ich finde es trotzdem ganz witzig. Und es gibt auch noch etwas teurere Kurbelradios, mit denen ihr dann auch noch die Kurzwellen hören könnt. Und ich glaube, es gibt sogar Kombis, die noch ein kleines Solarteil haben. Da braucht man dann gar nicht kurbeln, wenn die Sonne scheint. Ja, wieder ein Video, das recht lang geworden ist, zu einem einfachen Gerät. Diesmal aber recht empfehlenswert, würde ich sagen. Hat den Test bestanden. Und genau, ich zeige nochmal das Revolt-Logo. Also diese Kurbelsachen sind ganz lustig. Man muss sich eben nur darüber im Klaren sein, dass man dann alle paar Minuten kurbeln muss. Trotzdem, so als kleines Notradio für unterwegs, wirklich ganz nett. Das war's zu diesem Produkt. Grüße aus dem Norden und jetzt kommt erstmal ein letztes Video aus der Reihe. Sehen wir uns also gleich wieder.